will es auch nicht wissen. Beeilt euch. Hoppla, hoppla. Hoppla, lala, lauter Gegenstände aus Ägypten. Die Nationalität des Besitzers ist nicht schwer. Mit lange Schwätze, macht schnell. Aufmachen, ich komme schon. Den Käse, klein Obelix. Asterix, ich gehe Frenelli fragen, ob er einen Käse ohne Löcher hat. Ach was, Obelix, sei still und iss. Da kommt man her, um auf Berge zu klettern und sitzt dann in einem Loch und isst Löcher. Psst. Aber wir haben Befehl, die ganze Stadt nach zwei gefährlichen Vögeln zu durchkämmen. Hier haben wir nur selbst und die sind unantastbar. Reise, reise. Und glaubt mir, ich bin der Letzte, der euch daraus einen Todwurf macht. Wir gehen hin. Und was ist das? Ein offener Safe? Nun, das waren ein paar Galgenvögel. Die haben den Safe aufgebrochen und alles, was drin war, mitgenommen. Was? Ist das eure weltberühmte Sicherheit der Korken? Ich hab nämlich auch einen Safe bei euch. Nun ja, es sind nur ein paar kleine Andenken aus Ägypten. Ich bin vielleicht sentimental, aber ich brauch euch ja nicht meinen ganzen Lebenslauf zu erzählen. Heute Nacht habe ich noch zu tun, aber morgen früh bin ich da und lösch mein Konto. Wir leben. Hörst du, Obelix, da draußen ist jemand ganz tief unten. Bist du sicher, dass das überhaupt das Land der Berge ist? Still! Seid endlich still! Ich will, dass es still bleibt um meinen Kopf. Am nächsten Morgen kommt der Seewirt. Salut, Vrenelli. Ich komme die Gallier holen. Schau, dass du fortkommst mit ihnen. Sie haben mich entehrt. Ihretwegen habe ich über die Sicherheit meiner Konten die Unwahrheit sagen müssen. Ich habe die Nase voll von den Galliern. Beruhige dich doch, Vrenelli. Schon gut, aber das sind so die Sachen, die einen zur Neutralität treiben. Guten Morgen. Ich habe euch was zum Verkleiden mitgebracht. So fallt ihr in der Menge nicht auf. Was denn? Zwei Pfeile und zwei Bögen? Das soll eine Verkleidung sein? Mit diesen Waffen seht ihr aus wie hell lebt sie auf dem Weg zur Erinnerung. Zweimal im Jahr müssen wir den Umgang mit den Waffen üben, die uns anvertraut wurden. Die drei verlassen die Bank und mischen sich unter das Volk. Ihr müsst einen satten und zufriedenen Eindruck machen, dann fallt ihr nicht auf. Satt? Ich höre immer satt. Wie kann ich satt sein, wenn ich nur Löcher gegessen habe? Da, Legionäre. Was soll's? Wir sind ja verkleidet. Ja, aber dein Bauch ist immer noch gut zu erkennen, Obelix. Da sind sie, das sind die Gallier, die an der Grenze durchgebrochen sind. Ihnen nach. Achtung, jetzt auch noch Römer von vorn. Los, in den See. Oh nein, so habe ich mir die Berge nicht vorgestellt. Ja. Alles sie folgen uns. Da, ein Schiff. Schwimmen wir schnell auf die andere Seite. Ja, wo sind sie denn? Man sieht sie gar nicht mehr. Vielleicht sind sie untergetaucht. Man hilft ihnen an Bord des Segers. Folgt dem Schiff. Der spinnt. Unterdessen wird den Freunden ein Tau zugeworfen. Grüezi. Ihr seid wohl nicht von hier. Die Brücke, die Cäsar zerstört hat, ist nämlich wieder repariert. Das wissen wir. Danke, dass ihr uns aus dem See gefischt habt. Oh, ah! Das ist das berühmte Jodeln. Ja. Wir haben bei uns zu Hause einen Barden, der singt ähnlich. Gleich werdet ihr das Glück haben, unseren Gesangsverein zu hören.
Obelix kommt sofort zurück. Während das Schiff davonsegelt, erkennen die Römer, dass sie nicht ganz so schnell schwimmen können. Da kommt ein Fischer in seinem Boot vorbei. Wo fährt das Schiff denn hin, Fischer? Das ist der Kriegsveteranenverein. Jedes Jahr am 1. August feiert er drüben am anderen Ufer am Fuße des Berges ein Fest. Wir müssen dem Statthalter Faustus Arcetus Meldung machen. Mir nach! Wegen der Brücke können Sie ruhig mal ein Schild aufstellen. Jetzt haben wir sie! Dieser Meinung ist auch der Statthalter. Ja, jetzt haben wir sie. Ich will, dass alle verfügbaren Truppen am Schauplatz des Festes zusammengezogen werden. Ich will diese beiden Gallier, tot oder lebendig. Wenig später haben sich die Helvetier am Fuße des Berges versammelt. Und jetzt suchen wir das Edelweiß, ja? Zuerst wird gegessen und getrunken und dann gesungen und dann gehen wir Blumen pflücken. Kommt, der geschmolzene Käse ist fertig. Können die nicht zur Abwechslung mal Wildschweine schmelzen? Komm schnell, je eher wir gegessen, getrunken und gesungen haben, desto eher gehen wir die Blume suchen. Wir müssen es ausnutzen, dass uns die Römer noch nicht aufgestöbert haben. Jetzt sollst du mal sehen, wie schnell ich essen, trinken und singen kann bei Totertest. Hier mit dem Kessel, mit dem geschmolzenen Käse. Hey! Sag mal, Fremder, so geht das aber nicht. Und jetzt trinken wir. Obelix, nein! Nicht das ganze Fass! Und jetzt wird gesungen! Obelix! Da komm doch wieder zu dir! Der ganze See ist voller Römer! Ja, ich muss jetzt unbedingt das Edelweiß holen gehen, bevor sie hier sind. Wir helfen euch. Ein paar von euch sollten da bleiben und die Römer aufhalten. Holt den Kessel. Aufhalten? Dafür sind's zu viel. Kein Problem. Ich hab nämlich noch ein bisschen Zaubertrank übrig. Ich schütte ihn in den Kessel und ihr trinkt alle davon. Zaubertrank? Ja, zeigt mir jetzt, wo die Blume wächst. Ja, da gäb's noch ein Problem, euer Kompagnon. Ich weiß nicht, ob er in der Lage ist, auf einen Berg zu steigen. Und hier könnt ihr ihn nicht liegen lassen. Das ist nicht sauber. Ich habe da eine Idee. Holt ein langes Seil. Wir binden uns alle hintereinander und ziehen Obelix hinterher. Mit eurer Hilfe und dem Zaubertrank schaffen wir es. Und so entsteht eine Klettertechnik, die noch heute gebräuchlich ist. Das ist gar nicht so dumm. Ich hätte das Seil ja um den Hals gebunden. Auf geht's! Und während die Seilschaft in den Berg einsteigt, strömen von mehreren Kriegsschiffen Römer an Land. Massen von ihnen. Doch sie werden gebührend empfangen. Elefanten! Hört man, die singen doch! Als ich noch in Gallien in Garnison lag, gab es einen Waden, der sang ähnlich. Im Namen des Faustus Arcetus, des Statthalters und Stellvertreters Julius Caesar, macht Platz! Eure Geschichte interessiert uns nicht. Wir wollen neutral bleiben, aber... Zum Angriff! Davon, City Gallier! Andern! Hinterher, Luft! Mehrere Stunden später. Während sich am Fuße des Berges Helvetier und Römer immer noch lautstark verprügeln, hat unsere Seilschaft, die immer noch den bewusstlosen Obelix hinter sich herzieht, die Schneegrenze überschritten. Da! Schau mal, Gallier! Ein Edelweiß! Ein einziges! Pflück es schnell! Wir müssen weiter zum Gipfel! Diese Nordwand ist einfach zu ungemütlich! Kurz darauf erreichen die fünf den Berggipfel. Jetzt braucht ihr nur noch den Abhang dort hinunterzusteigen und ihr kommt direkt in eure Heimat. Ja gut, aber Obelix schläft immer noch. Ich werde ihn abschleppen müssen.
Auf Wiedersehen, Helvetia. Ich werde nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Ich werde es auch Obelix erzählen. Ja, auf Wiedersehen. Ach, gern geschehen. Gute Heimreise. Komm mal wieder. Kommen Sie gut nach Hause miteinander. Und so zieht Asterix seinen Freund Obelix durch den Schnee den sacht abfallenden Hang hinunter. Doch dann kommen die beiden ins Rutschen. Alles in Ordnung, Decurio! Alles in Ordnung! Ich hab nur schreckliche Sehnsucht nach Ägypten. Asterix und Obelix sausen sich überschlagen zu Tal und landen... Was? Sind wir immer noch im Wasser? Das edelweiße Obelix, wir haben es. Jetzt nichts wie zurück in unser Dorf. Ein paar Tage später taucht Agrippus Virus in dem kleinen gallischen Dorf auf. Und wie geht es dem armen Quästor Incorruptus, o Druide? Ich konnte ihn bis jetzt am Leben erhalten, o Statthalter. So ein Pech. Ich meine, dass deine Leute nicht zurückkommen. Du wirst jetzt gezwungen sein, ihn hinzurichten. Geiseln sind halt Geiseln. Jetzt geht's los. Ausgezeichnet. Gebt ihm das Getränk und tut noch ein paar Tropfen Zaubertrank hinein. Rede, wo denn? Was denn? Auf dich geht's los, du Hund. Wir grüßen dich, Agrippus Virus. Ja, wir grüßen dich. Nicht doch, Quästor Incorruptus. Wenn du kommst, überprüfe ich deine Buchführung. Und deine nächste Orgie wirst du im Zirkus in Rom feiern, zusammen mit deinem Kollegen Faustus Raclettus. Römer, du warst unser Gast, nicht unsere Geisel. Jetzt bist du unser Freund. Zum ersten Mal. Ja, zum allerersten Mal nimmt ein Römer an dem traditionellen Festmahl teil, das zur Feier der Rückkehr unserer Freunde veranstaltet wird. Asterix und Obelix sind glücklich und stolz, weil sie feststellen, dass jede ihrer Reisen ihnen ein bisschen mehr Erfahrung und Wissen bringt. Na, Obelix, wie ist denn Helvetien so als Land? Flach, sehr flach.